Jo Leute, was geht ab und herzliches Willkommen zur neuen Folge von Call of Duty Cold War. Wir sind im Stalingrad. Ja, aktuell wahrscheinlich nicht so ein schöner Ort, aber wir spielen jetzt die Company oder beziehungsweise die Story von, ja, ich denke mal von Ludmilla. Ich weiß nicht genau, wie sie im Game heißt, aber es wurde ja, es ist Ludmilla auf jeden Fall. Was hast du da drin? Leere Flaschen? Also, wow, guck dich das mal an. Die Partisanen aus. Kurz mal. Wissen schon, wie man... Wow. Küsst das mal an. Molotovs. Ist es klug, Sprengstoff zu verteilen? Babaschka, du sagst dich zu viel. Verbringe Zeit mit deiner Familie, okay. Hinsetzen. Guckt euch das mal an. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut gerne um rechts vorbei. Abonniert doch gerne den Channel kostenlos. Autsch, Sesrucha, du verletzt mich. Das tust du schon ganz alleine. Lebjetschka. Kozjel. Jeguschka. Kozjel. Schaber. Genug, ihr zwei. Sind dann Brüder wahrscheinlich, oder? Setzen! Sind ihr Bruder. Wow, sag ich, wow. Na also, ist das nicht nett? Ein echtes Familienfest. Wie man es nimmt. Bomben und Kugeln, perfekter Start in den Tag. Papa, mit diesem alten Gewehr im Haus bringen sie dich eines Tages noch um. Wer sorgt sich denn da? Und ich hatte nicht also, recht. Die Deutschen nähern sich der Front. Willst du etwa dorthin? Nein. Sie sagten, dort wäre ich nicht so nützlich. Deshalb bilde ich Rekruten aus bei der alten Post. Ist sicher schön. Es wäre schöner gewesen, wenn ich eine Wahl hätte. Immerhin darfst du kämpfen. Spar mir dein Immerhin. Genug. Ihr leistet beide viel. Da fällt mir ein, wenn die Dublutki an euch vorbeikommen, schickt sie einfach zu mir. Natürlich, Papascha. Die kommen nie vorbei. Nie. Da. Blin, ich bin später dran, die warten auf mich. Mischa, deine Kiste. Ich schwöre, ohne uns würde er noch seinen Kopf vergessen. Wir sind Heilige. Ehrlich. Ich bringe ihn dir auf den Weg zu den Sanitätszelten. Du hilfst dem Land mehr, als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn. Ja, es ist ziemlich cool, Leute. Wie gesagt, Links wie immer alle unten in der Bio. Und wow. So, wo bringen wir jetzt die Kiste hin? Was ist denn da alles hier? Ninja, was mache ich denn hier? Wir sollten den Sessel ersetzen. Niemals. Ist bequem genug für mich. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt einfach. Da, man kann das Klavier... Warum? Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Du warst ein Naturtalent. Ich vermisse deine Musik. Moin. Und hier? Mischa und ich sind so klein auf dem Foto. Als wäre es gestern. Gut, wir gehen jetzt mal. Natürlich. Pass auf dich auf. Natürlich passe ich auf mich auf, aber wie geht's hier raus? Okay. Die Tür steht einfach offen zu unserer Wohnung? Okay. Helfen? Ja. Gut, ich denke mal, das ist ihr... Ja. Oh nein. Wo ist Mischa? Wir machen uns jetzt mal auf die Suche. Das ist eh Mischa, oder? Die neuen Partisanen, die ich ausbilde, werden sie völlig zermalmen. Voll viel Glück da draußen. Irgendwas riecht hier aber lecker. Hm. Oh, Polina, ich habe einen Leib für dich bereitgelegt. Spasiba. Gern geschehen. Dein Vater hat mich nach Borodinski gefragt. Natürlich. Ich bin perfekt. Vorbei, um es zu holen. Pass auf dich auf, Polina. Wo müssen wir hin? Baba G, Ele, Baba G. Mann, wo müssen wir hin? Gehen wir hier mal hin. Es ist nichts angezeigt irgendwie. Wir gehen dann einfach mal weiter. Ich darf da nicht nach hinten, okay. Ich habe keine Ahnung. Er hat zwar gesagt, er ist bei irgendwelchen Zelten, bei irgendwelchen Postamt, aber ich meine. Wo so? Achso, kann man in die Häuser gehen? Nein, hier gibt es keine Eingänge. Hier steht jemand, das heißt, wir gehen mal die andere Seite. Das ist auch urschön gemacht. Ich meine, das mal davon abgesehen, dass wir hier im Zweiten Weltkrieg sind in Russland, aber
Ah, hier, Ele. Hier ist er. Misha. Ja, ja, sicher, aber man was vergessen? Wenn ich dich nicht hätte. Stimmt. Ich komme schon. Sag doch wenigstens Danke, Mann. Ich sollte dich begleiten. Das solltest du wohl. Du kannst besser als jeder dieser Hunde von der Roten Armee. Sprich nicht so laut. Du willst dir keine Feinde machen. Sprich nicht so laut. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Das könnte ich überhaupt nicht. Du schießt so viel besser als ich. Tja, schade, dass wir nicht tauschen können. Mir würde diese Uniform stehen. Versuch vom Bombenbasteln zurückzukommen. An einem Stück oder in Stücken. Ich bin ziemlich gut darin, Leute zusammenzuflicken. Jawohl. Wegen dir bin ich wieder spät dran. Ich muss über die Dächer. Du bringst dich noch um, wenn du da oben rumkletterst. Dann kannst du sagen, hab's dir ja gesagt. Und jetzt geh. Ich gehe ja schon. Gut, ja. Wir machen jetzt anscheinend Mission Impossible. Wohin? Ach du Kacke. Sie meint wortwörtlich über die Dächer. Perfekt. Perfekt, rauf hier. Yo, Bro. Einfach so mal durch, Freunde. Guten Morgen. Guten Morgen, Paulina. Wie geht's deinem Vater? Dem Bein geht's besser. Danke. Lol. Oh mein Gott. So. Okay, das geht aber noch hier. Der Weg ist noch okay. Wo als nächstes hin? Ah, wie kommen wir noch rauf? Lol, das ist geil gemacht. Weiter geht's. Genau. Immer wieder diesen gelben Lack entlang. Gehen wir hier mal mitten rein. Alter, der Ausblick muss wahrscheinlich göttlich sein. So. Zack, zack, zack. Okay. Gut, also sind wir hier. Der Laster ist liegen geblieben. Hier geht es nicht weiter. Gut, dann müssen wir uns einen eigenen Weg suchen. Sieht aber schon irgendwie gebastelt aus, dass man hier gehen kann. Ich find's cool natürlich. Grüß Gott. Die Stabsärztin wird dir deine Aufgaben zuweisen. Sie ist auf der anderen Seite des Lasters. Medsestra Petrova, wir brauchen sie im ersten Zelt. Oh nein, ich hab Angst. Ja, wohin denn? Oh nein. Oh nein! Oh nein! Weg, 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 weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was haben sie noch gesagt? Die Stadt wird nicht angegriffen. Jetzt auf einmal. Oh mein Gott! Wieder zurück. Oh mein Gott! Wow! Ach du Scheiße! Ho! Okay, hier geht's weiter. Das fliegt da. Alter, hier geht's ja richtig ab. Achso, und hier haben sie das Gas. Das ist natürlich. Cool. Oh. Rauf hier, schnell, 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 schnell! Namen, den ich in meiner Liste schreibe. Hä? Wohin, Bro? Okay, ich gehe jetzt hier weiter. Ja, gut, wir gehen jetzt hier weiter. Ich kann nicht sterben. Yo, Bro, I got you. Wohin jetzt? Okay, wir gehen jetzt nur weiter. Ah, okay, einfach weiter rein. Oh mein Gott! Fuck. Das wäre so legend, wenn der Bruder kommt. Oh nein, jetzt bricht das Ganze auch noch zusammen. Rauf, 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 rauf. Schnell, alle Ziegel brechen ab. Fuck.
Komm jetzt, der Vater oder der Bruder, irgendjemand. Okay, nein, das wäre so lätschig gewesen. Das ist die Wohnung des Vaters. Das ist doch das Sofa. Alter, oh mein Gott. Was mal für eine aufregende Mission. Nein. Ach du Scheiße. Wow. Wow. Dem Land mehr als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn voll. Papa. Ich denke mal, der ist tot. Es wäre cool, wenn er leben würde, aber ich kann mir es bei Gott nicht vorstellen, dass der dieses Bomben... Die Bombe war Gott sei Dank ein Blindgänger. Ach du Scheiße. Hey, geh wieder rein, Mädchen. Deutscher Soldat. Was hast du dir verdient, du kleiner Hurensohn? Jo, Bro, das hast du dir so richtig verdient. Naja, auch verloren, Mann, die will ich haben. Perfekt. So. Nein, nicht Steiner. Wir haben da oben Verbrechergesindel gefunden. Alles voller Waffen. Ach du Kacke. Das ist der Vater? Das ist der Vater, oder? Mit dem Sniper. Ich bring euch alle um! Nein! Papa! Das war ein Fehler, alter Mann! Lasst mich los! Du alter Mann! Du kommst mit! Nein, unser Vater! Ach, come on! Das kann nicht sein! Schnell, schnell, schneller! Das ist die Wohnung, oder? Er ist ja gerade noch gestanden mit dem Fenster. Sniper. Papa. Ich denke auch deswegen ist sie die Scharfschützin geworden. Gerade wegen der Story. Oh nein. Warte! Oh, wo? Wo? Was bist du, Mann? Worauf geht's nicht? Wir müssen, wohin? Bro? Mann? Wohin? Was? Fick dich. Wo? Wo war dieser Mann, ich nehm die Eier, das ist mir einfach zu dumm. So, wo ist der Vater? Wo ist mein Vater? Ach,
Come on, Mann. Meine kleine Nachtigall. Ich hätte hier sein sollen, Papascha. Nein, nein. Stirbt unser Vater hier auch noch. Ihr weist gut aufeinander auf. Er stirbt. Deswegen hat sie dann auch mit dem Scharfschützen, mit dem Scharfschießen begonnen, also mit dem Sniper. Weil sie einfach, ja, ihren Vater, wegen ihres Vaters willen. Ja, das ist halt auch das Schlimme am Krieg. Dass immer Unschuldige sterben. Es gibt halt auch nichts an diesem Scheißkrieg. Machen wir jetzt noch Hilfe in der Mischa. Hoffentlich lebt der wenigstens noch. Leo Steiner. Fuck. Okay, danke fürs Anzeigen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Okay, das ist natürlich toll. Wohin? Hinter dir! Mann, scheiße, Bro, Mann. Sticky Bomb! Ich brauche keine Schüsse, was machen wir denn jetzt? Immer weiter vorrücken! Alles klar! Wir gehen hier raus. Ach du Fuck. Fuck, Mann, wohin? Passt, die haben wir mal. Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß nicht, wie sich diese... Oh! Und die Führung geht auch nicht. Wie haben sie sich das denn vorgestellt? Bin ich dumm. Komm, wo ist Mischa? Die Molle stehen hier. Das heißt, da war hier auf jeden Fall. So. Huh, heute schon wieder so. Oh mein Gott, fuck, 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 fuck. Komm, Bro, was hast du denn hier für mich aus? Na, nach oben, oder? Rauf, 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 rauf. Oh, wow! Hatte der eine Kalaschnikow? Hier rein, oder? So. Schalte alle Deutschen!
Gebiet aus. Wow. Wenig Munition, das liest man ja sehr gerne. Perfekt, was mache ich jetzt? Oder kann nun hier? So, passt. Habe ich auch nur mit 7 Schuss. Hier mal durchtesten. Oh nein. Hier ist Misha! Es ist zu gefährlich! Schalte die Deutschen aus! Schalte die Deutschen aus? Wo? Oh. Sie sind auf der Deckung! Wow, wir können wohl sein. Mann, die gehen im Krieg mit zwei Waffen, mit zwei Schuss gefüllt. Was soll ich denn machen? Ich bin mehr beschäftigt damit, Moon zu suchen. Gescheißen, Mann. Ja, genau, Mann. Gescheißen. Sieben Schuss hat der Junge gehabt. Ich glaube, das war's, oder? Ist hier noch einer? Oh, fuck, ich Misha, Misha, Misha. Wieder nur 10 Schuss, Mann, jetzt müssen wir mit der scheiß KB spielen hier. Ah, da ist noch einer, da ist noch einer. Wo ist die Infanterie? Sie sind die weg. Ist hier noch irgendwo jemand? Die Musik ist immer noch sehr mühsam, lästig, laut. Ich habe keine Ahnung, ob da noch welche sind. Jetzt stehen die schon klasse! Scheiße, Bro. Kann ich dir jetzt die Fesseln runtergeben, Mann? Ich glaube, sie sind tot. Kannst du uns jetzt befreien? Das wollte ich eigentlich schon vorher machen, Misha. Trinker, das war unglaublich. Ja, das war wirklich unglaublich. Jetzt. Boah, wie viele. Ich hatte solche Angst, dass du... Ich? Du bist es doch, der gefesselt ist. Direkt kommt deine... Kümmert dich um die Rest anderen. Wer ist das denn? Wie geht's, Paulina? Papa? Tot. Papa? Er ist tot. Oh. Oh nein. Misha. Nein. Misha. Nein. Wir haben keine Zeit. Wir müssen deine Leute hier wegbringen. Wenn wir hier noch länger bleiben, sitzen wir in der Falle. Gut, Leute, fertig war's das Mal. Wir haben es bis hierhin geschafft. Danke fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und diese Story ist echt sehr, sehr greifend und packend und greifend. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.